Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier zu Grand Prix 2, dem Rennsonntag in der dritten Saison, Großer Preis von Kanada, Vancouver. Und wir werden 45 Runden sehen. Und ich möchte nicht geplant an die Box kommen, denn ich habe ein bisschen Schiss vor der Boxereinfahrt. Die ist doch so tricky. Mal gucken, ob es da einen zerlegt, so wie in Kroatien, der Kena an Erden. Und da gehen wir mal in Startaufstellung. Und 45 Runde hier bei Molson Indy von Kanada. Großer Preis von Kanada. Matze Schweizer auf der Pole vor Rocky Bergmann. Wir haben es ja im Qualifying beleuchtet. Es wird dem Schweizer nichts nützen, wenn er jetzt alle Rennen gewinnt. Der Bergmann muss mindestens einmal ausfallen und einmal noch Fünfter, Sechster werden. Ansonsten wird es nicht reichen. Kenny und Valvorik. Also der Kenny ist jetzt in den letzten Rennen stärker geworden. Also wieder 1-2 McLaren, 3-4 Lotus. Maximilian Weber und Christian Schwall, der es dann am Samstagsqualifying rausgehauen hat. Vor Daniel Schmutz und Valentino Lisa. Der muss man auch mal bemerken. Der Lisa wirklich mit diesem sehr, oder das ist der schlechteste Red Bull, den es jetzt überhaupt gibt. Da ist ja der in Real vielleicht noch besser. Und der hat keinen Mercedes-Motor wie der Red Bull hier. Aber das funktioniert überhaupt nicht. Und Bergold, werden wir gleich sehen, der erwägt ja auch schon wieder einen Wechsel nach einem Jahr. Patrick Lang und Joker, das sind die Top 10. Yannick Le Gall, der kommt so langsam in den Tritt. Mal gucken, was er macht, wenn der nächstjährige Renault-Motor kommt, der noch stärker ist. Dann Luca Lichtmes, ein möglicher Schweizer Nachfolger bei McLaren. Da wird er dann auch Chance haben, um den Titel zu fahren. Gilbert Grün, der nächstjährige Beisler-Renault-Pilot. Linus Hartmann. Steffen Pfaffinger, Tobias Bürgi, Lukas Bär schlägt mal wieder der Eichert, wenn es auch knapp war. Aber der Eichert ist jetzt besser dran in der zweiten Saisonhälfte mit dem Williams. Hat ja auch schon Punkte. Dann Kenan Erden, Jan Bürgi, Marcel Pelz, Stefan Meyer, Tobias Freund, der jetzt auch langsam in die Rennen reinkommt. Christian Freund, Patrick Bergold und der Michael Beißler. Ja, und das hat den Tien leider rausgekickt. Der war ganz knapp dran. Dann wäre der Bergold geflogen. Und der Bergold, der schielt ja drauf, der hofft, dass beide Piloten Lotus verlassen. Dann hätte er mit dem Eicher zusammen eine Chance auf das Lotus Toyota Cockpit. Das wäre mal wirklich eine interessante Kombi. Ja, zum Beispiel muss man sagen, in Kroatien war er stark, aber da ist das Spiel dauernd abgeschmiert. Im Qualifying ist jetzt gut gelaufen. Unser Ziel muss sein, eine Zielankunft, 45 Runden, also machen wir eine Stunde unterwegs wieder. Und kein Boxenstopp, also müssen wir mal gucken, dass wir gut zurechtkommen. Und ich denke, wir gehen einfach rein, ohne viel Gequatsche. Grand Prix 2 Lab, oh, Fuchsi mal noch frage, wie man das eigentlich einstellt. Die Ampel, große Brüste von Kanada, Vancouver ist gestartet. Und da dürfen wir keinem drauf brettern, die Bremse hier sehr abrupt. Das haben wir hier schon gesehen. Also Stau in der Kurve. Da kommt sogar der Bergold. Ramm mich nicht wieder weg, Bergold. Stark, da haben wir jetzt den Sauber von Christian Freund überholt. Gehen wir mal in die Startphase von Beißler. Ja, da rempelt er sich durch. Ganz zaghaft, vorsichtig. Und dann stark, wie er da vorbeigeht. Gehen wir mal die Startwiederholung. Schweizer führt, Bergmann, Kenny, Valvorik, Weber und Lisa. Der hat eine Bombe-Start gehabt hier, hat sogar den Schwald kassiert. Und noch einen. Lisa von 8 auf 6, guter Start. Das könnte im Red Bull liegen, diese Strecke. Muss man sagen, mal gucken, was da möglich ist. Schwald, Schmutz, Joker und Lang. Lang hat auch einen erbärmlichen Start gehabt. Ja, wir sehen immer viel von der Wiederholung, da hat sich's gestaut.
Und da geht's weiter, liebe Zuschauer, ins Rennen. Guter Start hier auch jetzt vom Valentino Lisa. Der hat ja auch schon gezeigt im Ferrari, dass er kein schlechter ist. Aber noch nicht Weltmeisterreife besitzt. Deswegen ist er auch bei Ferrari gegangen. Hat sich da von Matischitz locken lassen, aber hat ja immer noch die Hoffnung, hat ja noch ein Jahr Vertrag, dass es vielleicht nächstes Jahr besser laufen könnte. Wir haben ja hier volle Tank. Also müssen da dementsprechend haushalten, denn wir wollen nicht an die Box. Wir haben da viel zu viel Angst vor der Boxengas. Ja, Angst ist das falsch. 1,16,9 für den Schweizer. 16,9,26. Der Matze Schweizer im McLaren Honda. Wir haben es beleuchtet, der kann die Rennen alle gewinnen. Wenn der Bergmann Zweiter wird, ist egal. Wird der Bergmann sich denken, naja, dann lassen wir halt der Matze mal ein paar Rennen gewinnen. Dann werden wir halt erst in Suzuka Weltmeister. Aber der Bergmann ist, denke ich, schon gewillt, hier auf eine vorzeitige Entscheidung zu spielen. Um safe diesen Titel zu feiern. Dann hat er 3 Jahre gebraucht dafür. Und der Schweizer müsste dann nächstes Jahr neu angreifen. Erinnert mich übrigens an Kegelfußball so ein bisschen. Nur mal so am Rande. Da hat der Schweizer auch erst in seiner 4. Saison, er hat ja glaube ich 5 oder 6 Jahre mitgespielt bei mir, hat er auch erst in der im vierten Jahr, wo er gespielt hat, es dann geschafft. Also wer weiß, ob das nicht hier auf dieses Spiel auch zutrifft. Dann wird der Schweizer nächstes Jahr Weltmeister. 1:13:024, das sind 3 Sekunden schneller. Also der Matze brennt das Feuerwerk ab, aber wie gesagt, der Bergmann muss halt rauskreschen. Aber es zeigt, dass der Schweizer hier das ganze Rennwochenende besser mit der Strecke von Kanada zurechtkommt. Wir werden dann, denke ich mal, gegen Mitte des Rennens speichern. Wir können sehr gut die Leute hinter uns halten. Das ist das, was wir ja in dem Pre-Season-Video auch gesehen haben, als ich euch die Strecke schon mal gezeigt habe, als ich die und La gefahren bin. Wir können in Kanada die Leute, die wir überholen, auch hinter uns halten. Und das ist das, was mir Mut macht. Und mal gucken, ob mir es durchhalte, dann ist da sicher was drin. Momentan, wie gesagt, Schweizer, Bergmann, Kenny, Valvorik und Weber. Das sind die ersten 5. Ja, es gibt einige Themen am Rande des Kanada Grand Prix. Hat der Automobilweltverband, die FIA, auf dem Kongress hier in Vancouver getagt. Und man hat über ein Punktesystem für die nächste Saison beraten. Denn man möchte da was ändern. Man möchte die Formel 1 punktetechnisch spannender halten. Wenn man ja sieht, da Bergmann kann wegziehen. Auch im nächsten Jahr sollen die Teams mit Einheitsteile versorgt werden. Das heißt, dass die Teams angeglichen werden. Oder dann halt in den nächsten 2 Jahren. Dass dann wirklich die Top-Teams gleiche Performance-Daten bekommen. Und dann wirklich der Fahrer den Ausschlag macht. Und dann haben wir eine ultimative Competition. Also das könnte auch schon nächste Saison, ja, wird zwar unwahrscheinlich, aber dann der übernächste. Also ich kann mir vorstellen, so viele Saisons, wie ich Lust habe hier zu machen. Also ich kann jetzt, ich sage jetzt noch nicht, wie viele Saisons es werde. Es könnte auch nachher 10 Saisons von Grand Prix 2 werden. Also da habe ich nichts dagegen, wenn wir hier 10 Saisons machen. Weil solange ich Lust auf das Spiel habe, mache ich das. Und wenn ich mal irgendwann gar nicht mehr will, dann kommt gar nichts mehr. Aber wie gesagt, die 2. Saison, die war wirklich strapazierend für mich. Da bin ich froh, dass wir jetzt diese Saison, habe ich ja schon in Kroatien gesagt, fühle ich mich wieder deutlich wohler. Auch wenn es mir gesundheitlich in real nicht so gut geht. Rücken und so. Und auch auf der Arbeit ist das hier ein super Ausgleich, diese Grand Prix 2 Saison. Und das Commentary, Grüße an den Nobien, auch an Champ, Jake und die anderen aus der Boxengasse. Niklas nicht zu vergessen und auch an Valvori, Kenny und Joker und den Fuxi LP. Aber es scheint doch was zu bringen, dass man hier neue Reife wechselt im Warm-Up. Wir haben das jetzt einmal gemacht, weil ich das beim Fuxi gesehen habe. Grüße an der Stelle an den Fuxi, der ja auch meine Idee bei sich gemacht hat mit der Streckenkarte. Das ehrt mich sehr, lieber Fuxi, dass dir das gefallen hat, die Streckenkarte da zu zeigen. Ich finde, es ist einfach gerade bei Strecke, die man nicht kennt, so groß, ist es schon wichtig, dass man das zeigt. Die Strecke ist auch relativ kurz, deswegen haben wir ja so viele Runden.
Wir befinden uns in Runde 6 von 45. Ähnlich kurz wie Adelaide zum Beispiel. Oder was haben wir dann noch? Die Lausitz. Da werden wir, glaube ich, auch viele Runden sehen. Da werden wir auch was um die 40, 50 Runden sehen. Aber da fahren wir ja nur im Oval. Das ist heikel. Das ist das gefährlichste Rennen der Saison, die Lausitz. Denn wenn man da einmal blöd in eine Schräglage kommt, dann fliegt man sowas von dermaßen ab. Ich habe schon Testrennen dort gemacht. Also da, wenn wir da Punkte holen wollen, müssen wir, glaube ich, einfach nur ruhig halten. Ich ziehe hier zwar eine ganze Karawane hinter uns her, aber wir brauchen da nicht einmal rüberziehen oder sonst was. Die können uns gar nicht angreifen. Und wenn die dann alle an die Box gehen, ja, mal gucken, ob es da, ja, wenn die Reife so quietschen, werden wir das schwer haben, 45 Runden. Pfaffinger zieht schon weg. Also Punkte ist hier nicht das Ziel, glaube ich. Aber ins Ziel kommen, ja genau, ins Ziel kommen ist das Ziel, so müsste man es formulieren. Nach dem Kroatien-Rennen, das war ja schon wirklich nicht nur wegen der Abstürze, sondern es war ja auch fahrerisch vom Beißler eine Katastrophe mal wieder. Da hat es einen Malvorig erwischt. Der Schweizer, wie gesagt, der ist selber schuld, der ist mir da aufgefahren. Das habe ich ja mehrfach gezeigt und habe gesehen, dass ich ja nicht mal rübergezogen habe, der Schweizer ist aufgefahren. Klar bin ich der Überrundete, aber die Stelle war ein bisschen ungeschickt vom Matze. Und dann passiert sowas, wie wir hier gesehen haben, Kroatien, dann steigt er auf und verliert Räder. Tut mir leid für den Matze. In der zweiten Saison habe ich ihm Punkte gekostet. Ja, als ich ihn in Pazifik damals weggeschickt habe und in andere Rennen. In Monaco mit weggecrasht. Aber hier muss man sagen, ich bemühe mich, aber es läuft nicht ohne Crash. Also müssen wir gucken. In der vierten Saison, wenn ich Commentary mache, wird es der Beißler sicherlich besser machen. Runde 8 von 45. Aber man merkt, das Rennen geht für mich ziemlich schnell. Es ist eine schnelle Strecke und man merkt es auch, es ist kein gewöhnlicher Startkurs. Es ist ein schneller Startkurs. Sagen wir, auf der Gerade kann man hier doch schon fast 300 bekommen hier. Das kannst du in Monaco nicht unbedingt. Da müsste man jetzt so jemand haben wie der Champ, der solche Strecke dann hat. Der dann sagen kann, was da für Keyfacts wichtig sind. Wie gesagt, nächste Woche dann der Brasilien Grand Prix, der 2008er Modifikation in Grand Prix 4. Und dann in zwei Wochen der große Prüß von Italien, jetzt Monza. Das ist eine der letzten Punktechancen. Weil hier wird schwierig. Der Rückstand wächst ja pro Runde auf den 22 Platz. Ja, der hat jetzt schon fast 30 Sekunden. Der käme nach dem Boxenstopp locker wieder vor mir raus. Aber mir macht die Strecke auch Spaß zu fahren. Die hätte ich gern ruhig in mehr Rennspiele. Also da würde die sicher auch im Super Tourenwagen oder im DTM-Mod wäre die auch geil zu fahren, glaube ich. Hier stellen wir mal die DTM hier in Kanada vor. Das wäre ja mal was. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ah, man sieht, der versucht anzugreifen, aber er kann es gar nicht, weil der Speed vom Sauber reicht nicht. Um den Speed des Audis, und da muss man ja, siehe Patrick Lang, der es besser umsetzen kann, denn Audi ist stärker, als man gedacht hatte zum Einstieg. Doch Audi wird in der nächsten Saison ein größeres Performance-Update bekommen, und dann werden wir die auch vorne sehen. Also das könnte eine spannende Saison werden. Saison 4 versuche ich so spannend wie möglich auch von den Performance-Daten einzustellen. Denn wir haben es ja jetzt auch schon wieder gesehen. Wieder eine Durchmarsch. Wieder von einem Fahrer, der hier durchmarschiert. Das ist natürlich nicht schön. Aber letztes Jahr war es Lotus, dieses Jahr McLaren. Ja, die erste Saison war spannender. Da waren es ja nur 30 Punkte, die ich als Weltmeister hatte. Es war ja auch nur ein Glückstitel, eher gesagt. Unter normalen Umständen hätte ich den gar nicht geholt, muss ich mal dazu sagen. Und das Chrysler-Schild durch. Strahlend blauer Himmel, ja. In Grand Prix 2 gab es ja noch kein Regen. Der kam ja erst mit Grand Prix 3. Das ist schade, das wäre sicher auch noch prekär, wenn es da jetzt noch Regenrennen gäbe. Der Schweizer hat schon 3 Sekunden vom Bergmann. Valentino Lisa hat sich der Weber geschnappt. Haben wir nicht im Bild, ist wohl schon länger her. Also der Red Bull von Valentino Lisa
Erstens scheint er mit der Strecke hier super zurechtzukommen und zweitens scheint der Red Bull vom Lisa auch perfekt eingestellt zu sein. Das ist sicher eine Setup-Frage. Also da könnte dicke Punkte für Red Bull drin sein und dann wird es für Audi, für Beisler Renault doch nochmal eng, wenn die jetzt aufdrehen, weil der Schwalb punktet wieder mal kaum. Wir können es mal kurz einblenden. Also, Schweizer Bergmann, Kenny Walvoric, Lisa, Weber, Schmutz, Schwalb, Hartmann und Joker. Auf der 10. Dann können wir hier mal auch die 15 aufklappen. Lichtmess Lang, der letzte Punkt war es. Le Gall, Grün und Eichert. Also der Lang, der macht hier ein schwaches Rennen bisher. Hätte gute Startplatz gehabt, aber jetzt auch im zweiten Qualifying nicht mehr umgesetzt. Was für ein Rennen. Die können mich einfach ums Verrecken nicht überholen. Also, mal hier zwischenspeichern, liebe Zuschauer. Ja, seit dem Kroatien-Rennen habe ich noch ein bisschen Schiss. Einmal zwischenspeichern. Machen wir dann nachher noch einmal. Nicht böse sein, aber seit dem Kroatien-Rennen habe ich ein bisschen Schiss. Deswegen speichere ich lieber, weil das sind ja auch schon viel 12 Runden, wenn man die nochmal fahren müsste. Wer mich kennt, ich flippe ja gerne mal aus in manche Spiele, der weiß, dass ich das da nicht so lustig fände. Auch hier Dodge. Ja, aber der Werbung habe ich mal angesprochen. Der Fuchsi hat da in seinem Sachsenrennen, großer Preis von Sachsen auf dem Sachsenring, auch sehr schön umgesetzt die Strecke. Vielleicht wäre das auch mal was für mich. Und da hat er ja schon gezeigt, dass man die Werbebanden umändern kann. Und der Schweizer ist vorbei. Er setzte zum ersten Mal zum Überrunden an. Ja, also von der Überrundung her könnte man gut davon kommen. Jetzt hängt der Bergmann dahinter, das wird dem Matze auch in die Karte spielen. Aber wie gesagt, ich müsste den Bergmann abschießen, dass er noch Weltmeister wird. Und ich will mein Rennen hier nicht gefährden, weil ich bin hier auf einem Kurs ins Ziel zu kommen. Und die solle die mal unter sich ausmachen, die zwei hier vorne. Wird dem Schweizer natürlich ein bisschen Vorsprung in Sache Boxenstopp. Das wäre dann erst sein vierter Sieg. Ich habe mal nachgeschaut. Bergmann hat 6, Schweizer 3, also bei Punktgleichheit wäre der Bergmann auch Weltmeister, hat mehr Siege als der Matze. Oh, jetzt kicken die sich dahinter raus. Der Valvori oder der Kenny ist dem Bergmann da ein bisschen aufs Rad gefahren, im Rückspiegel zu erkennen. Ja, was ich sagen wollte, es gibt auch einen Editor hier, ich glaube, den kann man auch bei Grand Prix 2.de runterladen, wo man sogar die Werbebande verändern kann. Er hat dann Trabant an die Seite gemacht. Fand ich ganz lustig am Sachsenring, weil da war ja die MotoGP-Werbebande. Kenny. Oh, Kenny, fahr zu. Bergmann durchgekommen, hat dem Schweizer aber doch mal prompt 5 Sekunden gebracht. Gut, da ist der Kenny dem auch noch aufs Rad gefahren. Waren gerade eben 3, jetzt sind wir bei 8. Valvoric, fahr zu, danke. Die ersten 4 sind vorbei. Ja, es hat auch ein Valvoric gekostet. Also der Schweizer, der scheint hier auch auf Siegkurs zu sein. Wie gesagt, wäre der vierte Sieg. Sein Gesamtsechster in der Karriere. Weil er hat ja in der zweiten Saison in Manicourt gewonnen, in der ersten Saison in Monaco. Und hier hat er allein, würde er dann 4 Rennen gewinnen. Ja, Wermutstropfe, er hätte in Helsinki gewinnen können. Er hätte in Hockenheim gewinnen können. Gut, in Hockenheim Spritbug hat er aber beide erwischt. Und in Helsinki hat er das weggeschmissen. Also da wäre der Sieg auch möglich gewesen. Ja, es ist auch nicht möglich. In den Windschatten kommt man zwar rein. Man merkt es ja hinter mir, die Fahrer. Aber der Audi liegt in den Kurven sehr gut. Zumindest der Beißer seiner. Der Lang ist ja im Moment nicht so gut, was die Punkte angeht. Momentan auch passiert gar nichts, also alle halten sich zurück, kaum Crashes. Vielleicht mal, wenn einer in die Box geht, wir wissen, wie tricky die Boxeneinfahrt ist. Ich habe nicht umsonst gesagt, ich fahre lieber durch, weil es mir zu gefährlich ist. Und scheint im Moment auch die bessere Strategie zu sein. Ich weiß ja nicht, ob das hinter mir jetzt auch einer von denen macht. Wenn er ja fahre, sehen wir es ja nicht. Aber nach vorne geht eh nichts. Der Pfaffinger ist schon was 3 Sekunden weg, habe ich gesehen.
Auch hier sieht man schön hohe Sicherheitszäune, aktuelle Sicherheitsstandards hier in der Formel 1. Da gab es einen Bandenkontakt mit dem Rad an der Werbebande auf Start und Ziel, aber sehr hohe Sicherheitszäune. Also hier ist der höchste Sicherheitsstandard gegeben. Ja, nicht eine Strecke poste tödlich verunglückt hier. Man hat hier da schon die Strecke aufgerüstet. In Helsinki waren keine so hohe Sicherheitszäune, erinnere ich mich. Also das hat man hier in Kanada sehr gut gelöst mit der Sicherheitszäune. Hat auch sehr schön gemacht, die Strecke, muss man auch sagen. Also wäre auch was für den Fuchsi. Ich weiß ja nicht, der hat Kanada noch in seinem Kalender. Ich weiß aber nicht, ob er auch diese Strecke fährt. Ich lasse mich überraschen, was er da drin hat. Aber wäre auch eine Strecke. Ich weiß, dass das, glaube ich, das Finale ist bei ihm. Weil wenn er ja die Strecken zeigt, sieht man das ja. Bei uns ist es ja traditionell Australia in Adelaide. Und da kommt der Schmutz und der ist jetzt am Lisa vorbeigegangen. Also Daniel Schmutz auf dem Weg nach vorne. Oh Jungs, macht doch keinen Scheiß hinter mir jetzt. Und bitte schießt mich nicht ab. Ja, merkt schon, der Schmutz hängt jetzt da fest. Also da haben die ersten vier locker. Ja, der Schmutz hat durch die ganzen Unfälle profitiert und ist da. Daniel Schmutz, fahr doch zu, Daniel Schmutz. Daniel Schmutz! Meine Güte, Daniel Schmutz. Also, da wird der Lisa. Können wir uns jetzt aus nächster Nähe beobachten, das Duell? Da ist nämlich der Lisa vor unserem Auge wieder Fünfter. Ja, Valentino Lisa macht heute das Rennen der Saison, kann man sagen. Also, er ist schon sehr stark, ja, muss man sagen. In Runde 20 speichern wir wieder. Oh, Mercedes! Kannst du dir auch eine bessere Stelle zum Überrunden aussuchen? Weber war es, habe ich am Helm erkannt. Geht's zur Sache? Und das sind erst die erste Überrundung jetzt, ja? Also man merkt, Beißler ist dabei. Kann in dem Rennen ja 1 Minute 6, da geht's nicht mehr. Also das gibt einen Platz 23, aber es gibt mal wieder eine Zielankunft. In Monza die letzte Punktechance, das ist aber auch die einzige Chance. Oder in der Lausitz, ansonsten gibt es die nächste Nuller-Saison. Ja, aber dann muss in der nächsten Saison was kommen vom Beißler. Ich habe schon abgeschrieben. Also ich gehe nicht mal davon aus, dass ich noch Punkt krieg. Hockerheim bin ich selber schuld. Und wenn ich in Hockerheim im Spritpark die Punkte nicht hole, ja, also wo soll ich sie dann noch holen, bitte? Beim großen Prüß für Deutschland. Zockerheim. Wir haben eh eine Runde weniger, also wir müssen nur 44 jetzt fahren. Ja, da lupft das Auto ein bisschen. Da hängt auch der Kenan an Erden, der Schwall, also die, das trennt sich da. Schweizer Bergmann, Kenny Walvorik und Lisa. Wir gehen mal die weiteren Positionen durch. Schmutz, Weber, Hartmann, Schwalt und Joker. Das sind die, wo hinter mir fahre, glaube ich. Lang, Lichtmess und Grün-Legall und der Eichert. Ja, da gehen einige an die Box, liebe Zuschauer. Ich brauche nur eine Gerade, um umzuschalten. Oder halt eine Kurve, wo ich gerade Finger bewegen kann. Ja, Bergmann geht in die Box, Kenny geht in die Box. An der Grand Prix 2 Lap am Pit zu erkennen. Mal hier mal eine gerade Suche zum Speichern. Wir haben Runde 20 erreicht. Da haben wir gesagt, da speichern wir. Das machen wir in Zukunft jetzt immer so nach dem Kroatien-Rennen. Also, liebe Zuschauer, das ist hier auf jeden Fall drin. Valvoric Zweiter. Bergmann kommt jetzt auf der 3 wieder aus der Box. Der Lisa ist jetzt Vierter. Also der Valentino Lisa macht das Rennen der Saison hier in Kanada, muss man sagen. Mit dem unterlegenen Red Bull Dose so ein Rennen abzuliefern, das ist sehr stark. Muss man schon sagen. Also Kenny Fünfter. Jetzt ist Stefan Meyer an der Box. Schweizer jetzt in der Box. Schwalt ist aus dem Rennen. Christian Schwalt, was ist da passiert? Wo ist da der Schwalt? Christian Schwalt hat ein Beschleunigungsproblem.
Da hat er schon Muster abstellen. Christian Schwald ist draußen. Das darf nicht wahr sein. Christian Schwald scheidet aus. Und wenn der Valentino Lisa ist jetzt auch in Box abgebogen, wenn der weiter so ein Rennen fährt, dann wird es für Beisler Renault doch nochmal eng um Platz 6. Weil der Lisa dreht jetzt auf zum Saisonende und das wird nochmal ganz heiß. Für Audi wird es auch nochmal eng, sind ja auch noch 10 Punkte mehr, wo die da Vorsprung haben. Christian Schwald hat ein Beschleunigungsproblem. Jetzt der Lisa an der Box. Beisler Renault, ja, die Zuverlässigkeit des Autos nicht sehr gut hier in Kanada. Ja, das ist das einzigste Punkteeisen, weil der Kenan Erden, der wird sicher keine Punkte holen. Das können wir jetzt schon mal. Da kommt vor uns der Valentino Lisa raus. Kann er sich absetzen? Wäre wichtig, wenn er wegkommt von uns. Weil in der ersten Saison, der wird noch böse Erinnerungen an der Beisler haben, als wir gemeinsam in der Original mit den Originalteams bei Ferrari gefahren sind, ich und der Lisa. Der wird da böse Erinnerungen haben. Oh Gott, der Beisler. Der will mich doch nicht wegcrashen. Ich muss hier weg. Ja, ist schon weg. Ich habe da auch nicht einmal gegen den Red Bull die Chance. Dahinter gäbe sie sich. Ich halte da einen ganzen Zug auf. Da könnte es mal spannend werden. Kann ja nichts machen, wenn die nicht überrunden können. Also das zeigt, dass sie mit der Strecke sehr gut zurechtkommen. Man merkt ja, kurze Runde hier in Kanada. Molson Canada. Der Sponsor. Kenan Erden an der Box. Ja, der Kenan Erden, der hat keine Chance. Der holt ja nur Punkte, wenn es einen Bug gibt. Und nicht einmal da holt er sie dann. Siehe Hockenheim. Dem gelangen nur beim Auftaktrennen in Salvador die Punkte zuletzt. Danach nie mehr. Der gesamten Saison ist der Kenan Erden nicht gut aufgefallen. Schweizer Bergmann kennt die Valvoric Weber. Also, da ist die alte Reihenfolge nach der Boxenstopps wieder hergestellt. Also, das wird ein Matze Schweizer Sieg geben, definitiv. Da gibt es schon mal nichts dran zu deuteln. Die Frage wird sein, was passiert mit Bergmann? Wie gesagt, das nützt dem Schweizer nichts. Der holt da nur 4 Punkte auf. Solange der Bergmann immer Zweiter wird, kann er sich jetzt ein paar zweite Plätze erlauben. Dahinter gibt es ein Battle zwischen Joker und Grün, wenn ich das richtig sehe, oder zwischen Joker und Schmutz. Schmutz Dritter in Kroatien gewesen. Ja, was passiert mit Kroatien? Die Strecke, die uns Probleme bereitet hat. Vielleicht kriegen sie nochmal eine Chance. Vielleicht auch nicht mehr. Mal, die Strecke ist schön, aber wenn sie halt dauernd abschmiert, ist es halt blöd. Ja, also an dem Rennkalender ist auch noch nicht klar. Es wurde noch kein Rennkalender vorgestellt für Saison 4. Sicher ist, dass der Flugplatzkurs in La bleiben wird, fünftes Rennen. Also Auftakt ist auch noch nicht sicher. Da wird Dijon spekuliert als Frankreich-Rennen. Großer Preis von Frankreich in Dijon als Auftaktrennen. Da ist man aber mit beiden, mit Dijon und mit Manicur in Verhandlungen. Salvador hat sich aber auch gut präsentiert als Auftakt. Spannendes Rennen mit dem Spritbug. Deswegen, da ist ein Ferrari in meinem Rückspiegel. Es ist der Schmutz, der endlich mal wieder einer geschafft vorbeizukommen. Mein lieber Mann. Ja, 20 Runden noch, liebe Zuschauer. Führender Matze Schweizer. Die McLaren Honda ohne Alpecin oder Apple. Boxengasse anschauen, die Folge 8. Da haben wir ja noch so ein paar Designs vorgestellt. Oh. Aufhängungsschaden! Aufhängungsschaden! Hinten links! Schafft der Beißler noch an die Box? Nein, aus! Aufhängungsschaden hinten links beim Beißler. Es gibt's ja nicht. Nein, aus!
Michael Beißler. Ja, da steht er schon. Aufhängungsschaden hinten links. 20 Runden vor Schluss. Ich werd wahnsinnig. Das darf doch nicht wahr sein. Entsetzen bei Dr. Ulrich in der Audi-Box, der ja zu diesem Rennen angereist ist. Ja, das gibt es doch nicht. Beißler hat hier ein gutes Rennen abgeliefert und dann ein technischer Defekt. Ja, wenn es dann mal ein Rennen ist, wo der Beißler normal fährt, dann kriegt er einen technischen Defekt oder er crasht raus. Also das ist doch ungeheuerlich. Das wäre eine Zielankunft auf Platz 23 möglich gewesen. Das darf doch nicht wahr sein. Betrüppelt steigt der Beißler aus, ja. Dieser Aufhängungsschaden spiegelt auch meine Situation in Real wieder. Da geht's mir auch betrüppelt. Oh meine Fresse, das gibt es doch nicht. Der Michael Beißler. Und Kenny überrundet jetzt Lukas Bär. Ich dachte schon, sein Best Friend Eichert. Der Bär hält die ganz schön auf. Grün mittlerweile in die Punkte. Lang jetzt nach vorne gekommen. Da stelle sich einige saudämlich beim Überrunden an. Oh, da stecke einige Überrunde zwischen dem Schweizer und dem Bergmann. Ja, der hat schon 11 Sekunden. Matze Schweizer. Ja, Beißler wird gerade von einem Streckenposten mit dem Moped an die Box gefahren. Hat der Helm aber abgezogen, was natürlich auch gefährlich ist. Das ist sehr leichtsinnig. Ah, jetzt zieht er ihn wieder auf. Ja, wir hören es gerade. Also wir haben ja Beobachter an der Strecke, die das beobachten, was hier passiert. Er wird sicherlich gleich den Kollegen vom CBC und von ESPN eine Stellungnahme geben. Und natürlich auch den deutschen Kollegen vom Sky und vom ORF und vom SAF. Ja, der Beißler hat bis zu diesem Ausfall ordentlich gefahren, das kann man sagen. Also das war ein Asch, das war ein sauberes Rennen. Und man hat gesehen, dass die Leute da nicht vorbeigekommen sind. Schade, schade. Zweiter Ausfall nach Christian Schwald ist Michael Beißler, der jetzt in wenigen Minuten, hört man, in der Box eintreffen soll. Ja, der wird sich jetzt erst einmal ins Motorhome gehen und dann mit dem Dr. Ulrich spreche und erstmal sage, was da passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Denn hier gibt es ja kaum Curbs. Wie gesagt, hier gibt es ja gar keine Curbs auf dieser Strecke. Oder wenig Curbs. Und die sind sehr flach, wie wir hier zum Beispiel einer sehen. Eingefangen vom Kenan Erden. Und da kann man sich die Aufhängung nicht beschädigen. Aber da muss wohl schon ein Defekt vorliegen. Und ich meine, er hat ja durchfahren will, der Beißler. Also der strapaziert das mal. Der hat ja viele Runden gefahren im Qualifying. Ja, wir werden gleich nochmal speichern, denke ich, in der nächsten Runde. Wenn ich Jan Bürki sehe. Ja, Jan Bürki wird wohl bei Honda bleiben. Er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Aber Valvoric geistert da als Teamkollege, sein Bruder auf dem Weg zu Mercedes, wenn Lichtmess geht. Kenny Verhandlungen momentan mit. Oh, da staut sich's. Da kriegt er die überrundet. Verhandlungen momentan beim Kenny mit BMW. Mit dem BMW-Werksteam. Auch dort soll es ein stärkeres Motorenpaket geben in der nächsten Saison. Man hat ja schon im Vergleich zur Saison 2, wo man als Werksteam wieder zurückgekommen ist, einen Riesensprung in der Saison gemacht. Wenn wir uns erinnern, in Saison 2, letzte Saison kaum qualifiziert. Und wenn, dann war es nur der Pfaffinger. Und jetzt schaffen sie es in dieser Saison, beide Autos regelmäßig in die Quali-Hürde zu schaffen. Das soll auch so bleiben. Dann hier der Bergmann einfach nicht vorbeikommen. Die Abstände sind sehr groß. Schweizer dominiert hier schon in Kanada. Wir haben hier noch 15 Runden vor Schluss. Wir werden auf jeden Fall mindestens einmal noch speichern. Ich bitte das nur mal zu entschuldigen, aber ihr müsst verstehen, nach dem Kroatienrennen bin ich da etwas vorsichtiger. Ich hatte das in Grand Prix 4 auch mal eine kurze Zeit.
Aber da war das Hocken, das Nürburgring-Rennen, wo so richtig perfekt gelaufen ist, wo ich Fünfter geworden bin mit dem Hülkenberg sauber. Ja, wir sind in der Action Cam. Die kanadische TV-Regie fängt uns jetzt das Duell ein hier um den letzten Punkt. Yannick Le Gall gegen Linus Hartmann, der französische Lokalmatador im französischen Renault-Werksteam. Ja, aber so war von Le Gall halt. Er wird bleiben, Hartmann auch. Aber kann er nächstes Jahr die Leistung bringen, der Franzose Le Gall? Man traut ihm nicht wirklich zu, jemals einen Weltmeistertitel einzufahren. Aber man weiß ja nie, wie gut das Paket und da muss es ja auch alles passen. Und wenn das passt beim Le Gall, warum nicht? Linus Hartmann ist da wohl der talentiertere der beiden, klar, der man es eher zutraut, dass er sich einen Titel holt. Aber Linus Hartmann, der angeblich ja auch Mercedes-Interesse geweckt haben soll, aber von vornherein gesagt hat, er bleibt, egal was für ein Angebot kommt bei Renault, er will mit Renault was erreichen und das finde ich sehr, sehr mannschaftstreu. Also der geht auch nicht wegen dem Geld weg, sondern der geht wirklich gar nicht weg, der will es wissen, der sagt ja. Mit Renault, einer so großen Marke, muss man was erreichen. Bergmann hat es mit dem dritten Team mit McLaren geschafft, was zu erreichen. Steht auf dem Weg zu seinem ersten Weltmeistertitel. Pfaffinger hier kämpft auch sehr gut, BMW. Und Pfaffinger ist auf jeden Fall einer, der bleibt. Marcel Pelz wird spekuliert als Bergold-Nachfolge zu Williams. Sollte da der Kenny nicht hingehen, aber der Kenny hat auch angeblich Verhandlungen mit Williams gehabt. Was interessant ist, Kenny hat mit Lotus noch überhaupt nicht verhandelt, heißt es. Also hat er von vornherein ein Verbleib bei Lotus wohl ausgeschlossen. Muss er sein, wenn er mit dem eigenen Team nicht verhandelt, dann erwägt er einen Abgang. Oder Eichert? Was war da mit dem Eichert? Der hat so großes Gestottere gehabt hier. Oh, da gab es einen Motoraussetzer beim Eichert. Hat der irgendwas? Nein. Beobachte mal Michael Eichert. Krebst heute auf der 20 herum. Man muss sagen, die Kameraführung ist sehr schön. Also auch wie in Helsinki so ähnlich. Auf so einem kleinen kurzen Stadtkurs kriegt man immer schön die Bilder eingefangen. Das freut auch die Fans. Ist heute ausverkauft hier in Vancouver. Man freut sich, die Formel 1 auch hier auf dieser Strecke zu haben. Und mal Montreal ausgestochen zu haben bei der Vergabe des kanadischen Grand Prix. Der wird auch in der nächsten Saison hier in Vancouver stattfinden. Bergmann läuft jetzt auf die Kampfgruppe der beiden Renaults, die hier um den letzten Punkt der teaminternes Duell fahren. Und Patrick Lang, Platz 9, ist wohl das Maximum. Der Joker auf der 8. Ja, der hat auch in Kroatien ein starkes Rennen gehabt. Da hat er sich lang auf den 6. Platz gehalten. Der ist, glaube ich, am Ende auch 9. oder sowas geworden. Also starkes Rennen vom Joker. Und er zeigt hier wieder ein starkes Rennen. Das ist auch ein kommender Mann, der Joker. Hat aber auf jeden Fall gesagt, er wird nächste Saison bei Sauber bleiben. Denn der Valvoric hat ja wohl schon mal angefragt, ob er mit ihm in ein Team zusammengehen könnte, also Honda angeblich. Und Joker hat wohl schon abgelehnt und gesagt, nein, ich habe noch ein Jahr Vertrag bei Sauber, ich möchte da bleiben. Ich möchte es nicht machen, wie viele andere den Vertrag dann einfach nicht erfülle und dann wechseln. Und das finde ich sehr gut vom Joker. Aber Valvoric hat dann, als ich die Option offen hatte, ja gut, dann fahren wir mit dem Jan Bürki und dann hat er ein Jahr Vertrag und dann gucken wir mal, wie er sich schlägt und wenn nicht, dann hole ich mir den Joker zum Honda-Team. Könnte das ein neues Dream-Team werden nach Valvoric und Kenny, die jetzt bei Lotus auch recht gut zusammengeharmoniert haben, Valvoric und Joker? Gehen wir mal weiter in die Action Camp. Bergmann ist jetzt am Hartmann. Nein, ist das Hartmann? Ja, also der Le Gall kann dann den Punkt behaupten, liebe Zuschauer. Und Kenny ist wieder mal in einem Rennen stärker als der gute Valvoric. Muss man aber auch mal sagen, liebe Zuschauer, das ist schon seit den letzten Rennen, also seit dem USA-Rennen ist Kenny der Stärkere zur zweiten Saisonhälfte. Valvoric
Hat vielleicht auch aufgegeben oder hat schon zu viel den Teamwechsel im Kopf. Kenny geht das ganz ruhig an. Es gibt wohl Verhandlungen mit einigen Teams. Also mit Williams hat es wohl gegeben. Die hat man vertagt. Mit BMW hat man sie aufgenommen. Man sagt halt auch, viele Beobachter von der Sportpresse schätzen einen Wechsel zu BMW als wahrscheinlicher ein als einen Wechsel zu Williams. Und ich könnte mir das auch vorstellen. Kenny mag ja gern BMW in Race. Grüße an dich, Kenny. Hört er auf, dass man einen BMW fahre. Also könnte ich mir vorstellen. BMW-Werksteam, Pfaffinger und Kenny, warum nicht? BMW kriegt ein gutes Paket und dann kann der Kenny vielleicht besser vorne mitfahren und Punkte als mit dem Williams, denn der Williams ist nicht so stark gewesen. Der hat man mehr erwartet, aber da kam der Sprung nicht, obwohl sie auch den BMW-Motor kriege, den neue. Aber da hängt es auch immer an den Fahrern, ob sie was taugen oder nicht. Wenn jetzt sagen, dass Williams schlechte Fahrer hat, Lukas Bär macht seinen Job super. Eichert ein Schatten seiner selbst, der treue Williams-Fan, aber mit dieser Karre kriegt er einfach nichts gebacken, er kriegt es einfach nicht gelenkt und das ist ein Problem für Michael Eichert. Und das frustet Michael Eichert auch, hat er ja auch mal in Interview gesagt bei den Kollegen von Sky Sports F1, dass ihn das frustet, dass er mit diesem Williams nicht zurechtkommt. Und jetzt Achtung, Duell, Rad an Rad! Linus Hartmann und wir gucken uns die Entstehung nochmal onboard an. Hartmann schön im Windschatten von Yannick Le Gall. Der Franzose hier hat das Nachsehen. Wird es auch gern mal onboard sehen, wie es der Franzose gesehen hat. Im Rückspiegel kommt Linus Hartmann. Ja, fair gemacht. Schön Platz gelassen von beide. Super Manöver. So macht man es teamintern und damit hat Linus Hartmann den Punkt. Und so viel zur Stärke, dass Hartmann der Bessere ist. Das hat er hier auch gezeigt. Hat den Le Gall ganz fair. Le Gall hat das auch fair gemacht und damit geht der Renault-Punkt an Hartmann. Hartmann, glaube ich, Elfter oder so in den Punkten. Also nagt an den Top 10. Vielleicht geht er an Top 10-Platzierung im WM-Klassement am Ende. Das wäre ja was. Sein Vater heute auch wieder an der Strecke, der begleitet ihn auch, Wolfgang Hartmann. Er begleitet seinen Sohn auch hier. Und er ist überzeugt, er kann es eines Tages schaffen, den WM-Titel zu holen. Und warum nicht auch in diesem Renault? Das Team fördert ihn ja auch oder hat ihn gefördert, hier in die Formel 1 reinzukommen und fördert ihn immer noch. Auch bei Footwork, obwohl das Ford war, hat Renault schon mitgefördert. Weil man wusste, wenn wir ein Werksteam haben, ist das der Mann. Ja, liebe Zuschauer, wir haben nicht mehr viele Runden, sondern es sind nunmehr 7 Runden, liebe Zuschauer. Und der Führende des Rennens heißt Matze Schweizer. Was ist das hier? Valentino Lisa und Maximilian Weber. Bergmann. Der ist mal wieder an der Überrundung dran. Diesmal ist es Luca Lichtmes. Sein möglicher nächstjähriger Teamkollege. Muss Bergmann Angst haben vor Lichtmes? Bei Benetton hat Lichtmes ihn geschlagen. Hat da Rennen gewinnen können, die der Bergmann eigentlich hätte gewinnen können. Siehe San Marino, Bergmann führt und dann holt Lichtmes den Sieg. Genauso fair gemacht, wie es hier Hartmann mit Le Gall macht. Aber die Frage wird sein, muss er Angst haben vor ihm? Ich sage nein, weil das könnte ein Duell wirklich auf Augenhöhe sein. Ich will nicht sagen, dass Schweizer gegen Bergmann nicht auf Augenhöhe ist, aber der Schweizer hat zu viele Nerven gezeigt. Den Beißler hat er klar im Griff gehabt. Nur der Beißler hat ja auch nichts zusammengebracht bei McLaren. Den Grün hat er im Griff gehabt, obwohl der Grün mehr Rennen gewonnen hat als der Schweizer im Endeffekt. Und ich glaube, der Grün den Schweizer auch geschlagen hat in der ersten Saison, weil er eben 2 Rennen gewonnen hat im Vergleich zu einem von Schweizer. Also, mal gucken. Aber man schätzt ein Ferrari, das Schweizer Schmutz auf jeden Fall im Griff haben könnte. Vielleicht ist Bergmann auch eine Nummer zu groß fürs teaminterne Duell. Vielleicht muss er den schlagen, wenn er nicht im selben Team ist. Dass dann
anderes Handhabung hat hier. Sehen ja Matze Schweizer, da gibt ja alles, liebe Zuschauer. Patrick Lang aktuell auf der 10, das wären 4 Punkte. Ja, das Punktesystem wurde diskutiert im Rande des Kanada Grand Prix. Es wird wohl ein Punktesystem geben, ein neues. Es ist noch nicht klar, wie die Verteilung aussieht. Es ist auf jeden Fall eins klar, der Sieger wird nur noch 25 Punkte bekommen anstatt 30. Das ist schon so, das ist schon sicher, das ist schon ausgehandelt. Und es ist auch ein Modell wie in der MotoGP möglich, dass die ersten 15 Punkte bekommen, weil hier kann man ja auch die ersten 15 anzeigen. Dann würde man hier die Punkteplätze anzeigen. Ja, aber dann ein bisschen enger verteilt. Also lassen wir uns überraschen, was sich da ausgedacht wird. Schauen wir auf die Reihenfolge. Schweizer führt, Bergmann, Kenny Vallvorik, Weber, Lisa, Schmutz, Joker, Grün, Lang, Lichtmess und Hartmann in den Punkten. Lückal, Pfaffinger und Meier gehen leer aus. Und das könnten dann in der nächsten Saison die Punkte werden von 1 bis 15, so wie in der MotoGP. Bei der Teamdichte vielleicht auch eine gute Idee, dass dann auch mal Coca-Cola Ford mehr Punkte. Der Meier war ja jetzt, glaube ich, auf der 15, also der hätte da einen Punkt. Und dann wäre da auch für die kleineren Teams mehr zu holen. Ich fände das gut, so in der MotoGP. Weil man muss ja ehrlich sein, sogar hier in Grand Prix 2 ist die Formel 1 noch spannender als in Real. Also da brauchst du mir nichts erzählen. Das ist so. Wir haben es ja oft in der Boxengasse besprochen. Wir sind schon fast am Rennende. 3 Runden noch, liebe Zuschauer, im großen Preis von Kanada. Auf dem Concorde Pacific Place in Vancouver. Und der Kenny wird wieder aufs Podest. Er nimmt dem Vallvorik wieder ein Podest weg. Diesmal Dritter, weil beide McLarens wieder da sind. Aber Kenny immer der erste Verfolger, der dann was bekommt, wenn einer crasht. Eichert jetzt gegen den Kenan Erden. Sieht schon, der Eichert hat wirklich massiv Probleme mit dem Williams. Die neue Lackierung und die neue Teamfarbe gefallen im Eichert, ja, aber das Auto nicht. Und Marcel Pelz wäre ein Mann, der mit so einem Auto vielleicht noch umgehen könnte. Er hat ja auch einen schlechten BMW bewegt letztes Jahr. Also von daher. Und jetzt der Joker überrundet vom Bergmann. Lang dahinter der Lichtmess. Christian Freund, Motoraussetzer bei Ferrari, so hat es geklungen. Hatte man auch beim BMW-Motor von Eichert auch vorhin. Wie gesagt, das nächste Rennen in 2 Wochen ist eine Originalstrecke, das ist auch klar. Nämlich, das ist der große Preis von Italien in Monza. Matze Schweizer wird hier souverän zu einem Sieg fahren. Es ist auf dem Zettel geschaut der vierte Sieg. Fünfter, verzeih schon, schau auf dem Zettel, verzeih schon was Böses. Der sechste insgesamt. Damit hat er bei Siege Gleichstand mit Bergmann. Der hat ja auch 6. Bergmann hat auch 6 Siege. Die hat aber allein in dieser Saison gefahren. Matze Schweizer wird gleich in die letzte Runde einbiegen. Wenn da oben die 45 angezeigt wird in der Grand Prix 2 Lap, dann müssen wir abschalten. Dann müssen wir auf die Führende. Da wechselt die TV-Regie automatisch auf die Führende. Wir sehen auch mal den Sauber von Christian Freund. Ja, der hätte sich noch nicht zeigen können. Wird als Talent gehandelt. Wird auch nächste Saison mitfahren im Sauber. Aber was er da fahren wird, das werden wir dann sehen. Matze Schweizer müsste gleich auf die letzte Runde. Die Regie des kanadischen Fernsehens wird uns Matze Schweizer einfangen. Das tut sie bereits jetzt schon, denn Schweizer geht auf seine letzte Runde. Ja, das ist schon der Sieg, liebe Zuschauer. Matze Schweizer gewinnt in Kanada. Also die Rundenanzeige oben vom Grand Prix 2 Lab ist wohl eine Runde zurück. Matze Schweizer gewinnt in Kanada. Zweiter wird Bergmann. Das wird für den Bergmann gut sein. Dritter wird Kenny Werde. Unglaublich, Kenny aufs Podest wieder mal. Vallvorik auf der 4. Und die weiteren Plätze, Platz 5, wo ist der Platz 5?
Maximilian Weber 5, Valentino Lisa hat ein starkes Rennen auf der 6 abgeliefert. Gehen wir aber zum Führenden, denn das Rennen ist gleich vorüber. Matze Schweizer, well done, Matze. Great drive, super Sieg. Matze Schweizer gewinnt, das Spiel hat auch Kalte, also war es die Kroatien-Strecke. Beobachten wir das aber in den nächsten Rennen. Aber die nächste Rennstrecke ist ja eine Originalstrecke, da soll es gehen. Ja, Matze Schweizer gewinnt der große Preis von Kanada in Vancouver mit einer Zeit von 56 Minuten 54. 24,6 Sekunden vom Bergmann, das war eine Dominanz vom Teamkollege, aber es wird dem Schweizer nichts nützen, weil der Bergmann muss mal ausfallen. Dritter Kenny, vierter Valvoric. Valvoric, wenn er mal ein gutes Rennen hat, schafft das nicht am Kenny vorbei aufs Podium. Letztes Podium von Valvoric, auch schon eine Weile her in Hockenheim. Tavara zweiter. Maximilian Weber 5, sechster Valentino Lisa, siebter Schmutz schon überrundet. Joker auf der 8, starkes Rennen vom Joker. Grün 9, Lang 10, Lichtmess 11 und Hartmann hat ja den Le Gall niedergerungen. Holte letzte Punkt. Ja, Le Gall auf der 13. Pfaffinger 14. Ja, und wenn man die ersten 15 Punkte hätte, hätte Stefan Meyer wieder einen Punkt geholt. Jan Bürgi, Marcel Pelz, Tobias Bürgi, Kenan Erden, Michael Eichert schlägt immer in der Eichert. Und der Eichert schlägt der Lukas Bär. Ja, Bergold, Christian Freund und sein Bruder Tobias Freund. Ja, und ausgefallen sind der Michael Beißler mit Aufhängungsschade, ja, und Gaspedal, das Beschleunigungsproblem bei Christian Schwald. Ja, für den Beißler besonders bitter. Es war nämlich bis zu dem Zeitpunkt ein ordentliches Rennen. Wie immer, Fahrerbeste Runde. Herr Matze aufgestellt in Runde 2 mit 1:13:024. Ja, war 0,4 vom Bergmann, 0,5 vom Kenny und 1,1 vom Valvoric. Da war der Lisa der fünftschnellste. Ja, so ist er auch gefahren. Das war das Rennen der Saison für den Valentino Lisa. Dann Weber, Hartmann, Schwald und Pelz. Wir waren sicher weit, weit weg. Weit, weit weg ist gut, wir waren letzter. Ja, Fahrerpunkte zeige mal als nett, so wie der Fuchsi, denn wir gehen nämlich gleich in den WM-Stand. Das bedeutet 280 zu 220 zu 205. Der Schweizer hat jetzt wieder Vorsprung ausbauen können auf den Kenny, 15 Punkte. Aber der Kenny kann auf jeden Fall, wird der Schweizer, wissen wir ja, der lässt ja auch mal Nerven zeigen, dann kann der Kenny auf jeden Fall Vize-Weltmeister werden. Valvoric ist da erstmal raus, 185, das ist Platz 4. Patrick Lang, ja, das sind die ersten vier, die sind gefestigt auf den Plätzen. Also wie die sich dann verteilen, ich glaube Bergmann auf jeden Fall Weltmeister dann, so wie es aussieht. Lang, Platz 4, Schmutz, Lang, Platz 5, Schmutz, Platz 6. Also da könnte der Schmutz noch Fünfter werden. Wäre eine Top-Result noch für den Schmutz. Lichtmess. Schwald, aber auch die können alle noch was reißen. Weber und Grün. Lisa Hartmann 12. in den Punkten. Dann Joker. Und weiterhin 25 Fahrer in den Punkten. Konstrukteurs-Championship 500 zu 390. Das sind 290 Punkte Vorsprung. Also ich glaube, können wir mal rechnen, noch zwei Doppelsiege, ja, dann ist die Sache, könnte in Österreich entschieden werden bei den Konstrukteuren und in der Lausitz bei den Fahrern. Also es könnte auf eine vorzeitige Entscheidung auch in dieser Saison hinlaufen. Gut, in der letzten Saison war es ja erst im vorletzten Rennen, da war die Konstrukteurs-WM auch viel früher. Ferrari weiterhin vor Mercedes, aber nur 6 Punkte, also da ist alles möglich. Also Ferrari versus Mercedes um Platz 3, das ist sicher. Audi und Beisler Renault, ja, Audi konnte sich nicht entscheiden, Absätze, das wird auch noch für Beisler Renault möglich. Red Bull festigt sich auf der 7, also wenn Beisler Renault weiter patzt, dann ist Red Bull da. Renault, da wird es nicht mehr weiter nach vorne gehen. Die hatte viel Pech in der Saisonhälfte 1, wo sie die Punkte auch aus technischen Defekten und so nicht geholt habe. Dann sauber Ferrari, besser wie BMW, Williams BMW, Honda und Coca-Cola Ford.
Ja, gehen wir zum nächsten Grand Prix. Und das ist eine Originalstrecke. In 2 Wochen, in 14 Tagen, der große Preis von Italien, zu Monza. Dann werden wir über die Grenze nach Österreich gehen, fahren dann nochmal in den Osten von Deutschland und fahren in der Lausitz. Der Fuchs ist ja am Sachsenring gefahren, ich im Eurospeedway. Dann Japan und Australien. Mal das gleich mal speichern. Auch mal hier 20 Mal, wie man das kenne. Kennen wir ja vom Fuchsi. Ich übertreibe es noch nicht ganz so sehr wie der Fuchsi. Grüße an dich. Ja, liebe Zuschauer, das ist gsi der große Brüss von Kanada, Vancouver. Das Spiel hat gehalten, das Spiel hat gehalten, alles hat gehalten. Was ist denn mit der Maus hier? Ein exzellentes Rennen. Nach dem Kroatien-Absturzrennen, jetzt war wieder ein Rennen, was ging. Also das wird für Kroatien sehr schwer, den Kalenderplatz zu halten, wenn das mit der Ausrichtung so schwierig wird. Wie gesagt, aus Salvador nicht sicher. Ja, ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Am Mikrofon war euer Bundesbeißler. Ich sag schon mal, keep racing, auf Wiederlorge und bis in 14 Tagen in Monza.